Und da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Starbound. Ja, und der Dave hat sich gerade mega angekackt. Ja, komm. Ja, komm, komm, Dave, komm. Das Bett lasse ich mal stehen. Ich gehe jetzt zurück zu meinem Haus. Ah, hier sind noch ein paar Lichter. Jawohl. Da ist schon wieder dieser Dreikopf-Man. Dreikopf-Man. Der neue Film im Kino. Die Vorgeschichte von X-Men. Wow. Ja, da haben wir noch so eine Banane an der Wand. Leck mich. Und noch ein paar Bongos. Wir nehmen alles mit. Die ganze Stadt. Die ganzen wertvollen. Der Dave ist wieder tot. Ich sehe da nur wieder so. Machst, guckst du auf deine Lebensanzeige, oh, der Dave ist wieder tot, das ist ja auch nichts Neues hier. Hätte ich Doppeljump. Ja, hättest du, immer so hättest du, ja, ja. Tschö. Oder das, was Gronk hat. Das ist nach vorne teleportiert. Ja, ja, das ist beides richtig geil. Der teleportiert sich nicht nach vorne, der sprintet nach vorne. Sure. Geil, ich habe ja viele Kisten, da können wir Sachen noch drin lagern. Ach, du hast Glas gemacht? Ja klar. Kannst dir was rausnehmen. Um ihr Fenster zu machen. Sure. Wo ist denn das? Was? Da, wo hast du das Glas gebunkert? Wenn es nicht in der Kiste ist, dann habe ich es vermutlich doch im Inventar. Wie sieht das aus? Wie Glas. Leck mich. Ja, was? Ist doch so. Ja, ich habe ja... Nee, das ist kein... Doch, das ist ein Schreibtisch. Ich habe einen Schreibtisch noch für dich, für dein Zimmer. Tschö. Tschö. Wenn du ihn nicht haben willst, dann... Wie wäre man mit diesem Tschö? Tschö. Junge, Junge, übertreib mal mich mit deinem Zimmer. Was? Ist das so voll übertrieben? Ja, ja, eben nicht. Wollte ich das so auch so machen? Ja, wolltest du, ja, ist klar. Mhm. Tschö. Meint der, wollte der das auch so machen? Oh, Junge, jetzt kommen die Dreierköpfe bei uns in die Bude, leck mich doch. Lässt der eiskalt die Tür offen. Herr Junge, nur die kommen übers Dach. Ja, dann macht das Dach zu. Dann kommen sie rein. Tja. Tja. Ich bin nicht da, also. Geil. Sitzt da so eine dieser Bewohnerinnen hier auf so einem Sessel drauf, schnapp ich der so eiskalt den Sessel unter ihrem Arsch weg. Ich finde diese Lampen so geil, diese grünen. Ich auch, die sind nice. Ja, mega. Oh. Okay, ansonsten hätte ich hier jetzt alles mitgenommen. Alles Sehenswerte. Ich komme dann jetzt zurück. Marit? Nee, doch, kein Bock. Tschö. Tschö. Zu meinem Raumschiff teleportieren. Übrigens, wenn wir auf diesem Planeten uns alles angesehen haben, dann können wir uns immer noch zu meinem Raumschiff teleportieren und uns dort den Planeten ansehen, ne? So, ich komme jetzt. Und sterbe vermutlich jede Sekunde, weil hier überall die Viecher sind. Kinder. Geil. Die Viecher hat mich überhaupt nicht erwischt, nur ich bin vom Berg gefallen und deswegen gestorben. Und geil, ich springe so in die Luft, da kommen so diese zwei Motten auf mich zu, wollen gerade schießen, dann schlage ich die so endgeil, like a boss, mit dem Hammer so weg, die fliegen erstmal so nach rechts weiter für mich, like a boss, und fall dann den Berg runter und sterbe. So kann es kommen. Ja, ihr kriegt mich alle nicht. Was ich auch gar finde, ist, wenn du was abbaust, dass der Blöcke direkt zu dir fliegen und nicht immer runter. So wie bei Minecraft. Ja. Jo. Kuckuck. Hallöchen.
Gut. Wood Planks. Mal eine 100. Craft. So, erstmal 300 Stück. Scheiße, die liegen da jetzt alle, weil ich die nicht aufnehmen kann. Okay, hauen wir da dann so lange mal einen Sessel hin. Scheiße, nein. Ich brauche irgendwas nur, was ich nur einmal habe. Das hier. So. Mein ganzes Inventar ist schon wieder voll. Guck mal, das passt voll gut mit den Treppen hier. Ja, mega. Scheiße, jetzt habe ich das Holz aufs Dach gepackt. Muss ich da gleich runterholen. So, nice. Dann... So, wie machen wir das denn jetzt? Ich würde sagen, wir machen das so. Ich richte mir hier unten schon mal meine Bude ein. Ja, ja. Ich verziehe das hier erstmal noch etwas. Damit ich ein bisschen mehr Platz habe in meinem scheiß Inventar. Jo. Mein Bett kommt danach ganz oben. Ja, meins auch. Hier unten kommt sozusagen erstmal der Wohnbereich. So, das gleiche dann auch nochmal hier. Wo ist das normale Holz da? Hast du noch so eine Couch für mich? Ja, du meinst so eine da oben? Ja, ich kann dir etwas geben. Wenn nicht, warte, guck erstmal in der Dekorationskiste da unten, das ist die kleine Kiste. Das ist die Dekorationskiste, da kannst du dann auch Dekorationen, die du im Moment nicht brauchst, reintun. Hast du übrigens schon unser Hobbyraum da unten gesehen? Ja, der ist nice. Ja, Mann, ist er. Alter, wie groß unser Haus mittlerweile geworden ist, am Anfang war das so futzelst. Geil, wir bauen ja noch in den Berg rein. Ja. Hier macht das Bauen mehr Spaß als bei Minecraft, definitiv. Ja, Mann, vor allem hat man hier auch viel bessere Dekorationsmöglichkeiten. Ja. Da musstest du dann irgendwie an so ein... dir dann so eine Treppe bauen, das als Sessel benutzen und da dann auch irgendwie dann auch noch die Schilder da machen, damit es auch wirklich wie ein Sessel wirkt, etc. Hier hast du direkt einen Sessel. Jo. Hab ich Tischchen. Schön. Ich weiß, dass ich Tische habe. So, und jetzt wieder normales Holz und da machen wir das dann schick so. Jo, sauber. Sieht doch mal nicht schlecht aus. So, dann würde ich sagen... Holen wir uns dann nochmal die Treppen hier am Start. Craften gleichzeitig nochmal ein paar. Die auch genug haben. Und machen dann hier. Scheiße. So, das war die 5. Ungefähr dahin. Kann ich, wenn ich da hochkomme? Nee, nee, da muss wieder. Hier auch noch was. So, ja. Genau so. Jetzt schnappe ich mir wieder mein Holz. Und dann machen wir das. Oh, scheiße. Wo ist es denn jetzt? Oh Mist, jetzt habe ich aus Versehen vergessen, da dann den Stein hinzutun.
Stein. Zack. Okay, da mache ich das eh nicht. Was ist das? Was suchst du denn? Ach, so eine Deko für die Wand. Ach, hier ist es. So, hier oben kommt da mein Schlafzimmer hin. Zeig mal, wie das bei dir aussieht. Jawohl, gut. Jawohl. Hast du zufällig ein Klo? Ein Klo? Nee, ja. Ich hab da nur das eine gefunden. Nee. Egal. Ah, gut. Ey, im Klo brennt gar kein Licht, fällt mir gerade auf. Ja? Ja, siehst du das nicht? Da. Ah ja, das müssen wir auf jeden Fall noch ändern. Mach das mal eben. So, warte, ich mach mir hier jetzt erstmal meinen Kleiderschrank hin. Vorher erstmal eine Fackel, damit man hier auch schön Licht hat. So, ich glaube, das da stört oben ein bisschen. Was kann ich hier noch an die Wand pinnen? Das ja. Scheiße. So, jetzt kommt hier mein... Oh. Willst du mal meinen Kleiderschrank sehen? Gleich. So, mein Kleiderschrank ist da. Da kommt schon mal meine alte Hose rein. Ach, da fällt mir ein, ich schmelz mal eben das Kupfer. Marit. So, jetzt erstmal die wunderbare Zeit, in der wir unsere Zimmer dingsen. Weißt du? Ja. So, ich glaube, das reicht für eine Brustplatte. Hatte ich mir eigentlich dieses untere Teil... Ah, ne, hier muss ich... So, Teil 3. Ja, ja, das war das. Klein. So. Iron Bars fehlen mir noch ein paar. Hast du zufällig ein bisschen Iron für mich? Warte, ich schau mal eben nach. Ja, ich guck mal kurz, wie viel mir fehlen. Mir fehlen... Oh. 17. Hast du? Ja, warte. Ja, hab ich doch etwas. Bitte. Danke. Ah, ich muss nachsehen. Vermutlich habe ich auch noch etwas, was ich schmelzen kann mit Iron. So, wo ist das jetzt? Iron, Iron, Iron. Iron. Hä, wo ist das Eisen? Hoppla. Was? Das habe ich mich ja selber eingebaut. Geil. Ah, da. Ja, 31 Stücke müsste hinkommen. Nehme ich auch an mich. Genauso wie die hier. So, jetzt hoffe ich nicht, dass genau ein Eisen fehlt. Das wäre jetzt scheiße. Ja. Zwei Eisen fehlen! Warte, ich kann gucken, dass ich... Ob ich noch... Also Eisen insgesamt, insgesamt drei Eisenohr. Okay, schau mal eben. Aber zwei Eisenbars brauche ich noch. Iron Ore, Iron Ore, ob ich doch noch was habe. Und hier tue ich übrigens mal diese Teile hier hin. Dann kann man hier so einfach drüber laufen. Nee, hab ich nicht, sorry. Fuck. Da muss ich mir gleich noch welche holen. Und es wird hell, jawohl. Jawohl, gut. Was sind das für Teile, die du da gemacht hast? Normale Treppen?
Oh, und da haben wir jetzt den Timer. Gute, normale Treppen sind da. Ja, normale Treppen. Das war der Timer, also die Zeit ist um. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Starbound. Ciao, Leute.